Die Trachtenkapelle St. Donat Glandorf hatte zum Frühlingskonzert in die Blumenhalle in St. Veitern der Glan am 13. Mai eingeladen. Unter der Leitung des neuen Kapellmeisters Christoph Grabuschnik wurde dieses Konzert ein Ohrenschmaus. Die zahlreich erschienenen Besucher erwartete ein bunter Musikreigen von klassischen bis zu modernen Klängen. Blasmusik ist ein Kulturgut. Inwieweit werden Vereine wie zum Beispiel die Blasmusik von der Gemeinde unterstützt? Ja, wir versuchen natürlich, unsere Kulturvereine grundsätzlich mit einer Basisförderung zu unterstützen. Das ist ganz wichtig für uns, weil wir froh sind, dass wir ein breites Spektrum an Vereinen haben, die auch einen großen Beitrag zur Kultur in unserer Stadt beitragen. Und so ist es einfach, dass wir den Vereinen auch die notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen, zum Beispiel die Blumenhalle oder das Hotel Fuchspalast, wo sie dann auch ihre Auftritte und Konzerte abhalten können. Sie sind der neue Kapellmeister. Wie wurden Sie aufgenommen? Ja genau, ich bin also nicht so lange bei der Kapelle. Ich bin jetzt knapp ein Jahr schon bei der Kapelle. Also ich war zuerst als Musiker mit dabei, bevor ich den Kapellmeister übernommen habe, um die Leute ein bisschen kennenzulernen. Und die haben mich wirklich herzlichst aufgenommen. Ja, echt alle sehr nette Leute und echt eine schöne Zeit bis jetzt. Nach welchen Kriterien werden die Musikstücke ausgesucht? Also die Idee vom jetzigen Konzert, die habe ich zum Großteil nicht einmal selbst ausgesucht, sondern die Sendung von alten Kapellmeister, vom Albert Brandstätter, der hat die eigentlich schon vorab schon ausgewählt gehabt und die habe die einfach jetzt zum großen Teil übernommen. Ein paar Stücke habe ich noch ergänzt, ja. Wie viele Stunden und Proben waren für dieses Konzert notwendig? Boah, das waren viele, viele Proben. Weil angefangen haben wir ja eigentlich schon Ende 2019 mit den Proben. Dann ist ja leider Corona dazwischen gekommen. Und jetzt
dadurch, dass ja voriges Jahr unser Kapellmeister, der Albert Brandstätter, leider verstorben ist, war voriges Jahr noch ein Anix. Und durch einen Neuen, durch einen Christoph Grabuschnik jetzt haben wir ein paar Stücke ausgetauscht. Und so richtig geprobt haben wir jetzt eigentlich seit Herbst voriges Jahr, würde ich sagen. So richtig nur für das Frühlingskonzert. Was ist das für eine Umstellung, wenn ein neuer Kapellmeister übernimmt? Nein, es ist schon was anderes. Also es ist ganz anders, weil der Albert, der war ja schon über 60, gell? Und er hat sehr viel Erfahrung gehabt und alles. Gell? Der Christoph ist super, er ist wirklich super. Er macht das aber wirklich perfekt. Also ich kann es nicht oft genug sagen. Gell? Wir sind auch froh, dass wir ihn haben. Aber es ist schon für die Musiker anders. Es gibt viel Jugend in Ihrer Kapelle. Wie motiviert man diese Jugend? Naja, die Jugend, also ich muss sagen, sehr viele von den Jungen, die zu uns kommen, sind aus den eigenen Reihen die Kinder. So wie der Matthias zum Beispiel, da spielt der Papa mit, der spielt den Nordhorn. Der Onkel spielt Schlagwerk. Die Mama und die Tante sind Marketenderinnen zum Beispiel. Und so kriegen wir die Jugend einer. Meine Tochter ist auch Schlagzeugunterricht. Die geht Schlagzeugunterricht. Die macht jetzt das erste Abzeichen in der Musikschule und spielt dann auch bei uns mit.